Herzlich willkommen zurück, liebe Zuschauer, zu einem Heimatkompakt-Spezial. Ja, wir berichten ja schon den ganzen Tag über die Großereignisse im rechtsrheinischen Köln in Deutz, über den sogenannten zweiten Anti-Islamisierungskongress der rechten Gruppierungen von Pro-Köln und Pro-NRW. Wir haben es eben schon gehört, die Veranstaltungen sind weitestgehend friedlich abgelaufen. Es gab keine größeren Ausschreitungen, anders als das im vergangenen Jahr der Fall war, als es auch zu mehreren Festnahmen kam und auch einige Verletzte zu beklagen waren. Zwei große Kundgebungen rechter Gruppierungen in Köln in 8 Monaten und 2-mal Gegendemonstrationen und 2-mal Ausnahmezustand in der Kölner Innenstadt. Bis zu 18 Millionen Euro soll der Polizeieinsatz gekostet haben am heutigen Tag beziehungsweise über die 3 Tage, die der Anti-Islamisierungskongress an diesem Wochenende laufen wird. Ob das verhältnismäßig ist, das wird wahrscheinlich geklärt werden müssen in den nächsten Tagen. Wir wollen die Ereignisse natürlich noch einmal zusammenfassen und mein Kollege Sebastian Lotzen hat das für Sie getan. Und wir wollen dabei nicht nur auf die Ereignisse des heutigen Tages schauen, sondern auch noch mal das letzte Jahr Revue passieren lassen. Ende einer Dienstfahrt. Anhänger von Pro Köln und Pro NRW verlassen die Stadt. Mit der S-Bahn. Schon am Mittag ist der rechte Spuk vorbei. Entsprechend zufrieden die linken Gegendemonstranten. Mit diesen Bildern beginnt es erneut. Der zweite sogenannte Anti-Islamisierungskongress der rechtsgerichteten Bürgerbewegung Pro Köln und Pro NRW. Am Siegburger ICE-Bahnhof treffen bereits heute Morgen um 9 Uhr die ersten Anhänger der umstrittenen Gruppierung ein. Sie werden erwartet. Ein Großaufgebot der Polizei aus ganz Nordrhein-Westfalen und der Bundespolizei steht bereit. Der Einsatz ist genau so verlaufen, wie wir uns das gewünscht haben. Die Bundespolizei und die Landespolizei haben hier am Bahnhof Siegburg dafür gesorgt, dass Versammlungsteilnehmer gleich welchen Couleurs sicher anreisen konnten. Und mit dem Einsatzverlauf sind wir soweit zufrieden. 2000 Pro-Köln-Anhänger hatten die Veranstalter im Voraus angekündigt. Doch wie bereits im letzten Jahr, bei der ersten Kundgebung am 20. September, sind es weitaus weniger. Im Vergleich dazu sind die Gegendemonstranten wieder in der großen Mehrheit. Genauso vor 8 Monaten. Köln stellt sich quer. Laut Kirchen und Gewerkschaften sind an diesem Tag mehr als 40.000 Menschen auf der Straße unterwegs. Sie wollen die Veranstaltung von Pro Köln im Keim ersticken. Am Dom, in der Altstadt und am Rhein ist ein Durchkommen unmöglich. Unterdessen sitzen Rechtspopulisten am Köln-Bonner Flughafen fest. Die Polizei bricht die geplante Kundgebung auf dem Neumarkt schließlich aus Sicherheitsgründen ab. Während ein Großteil der Demonstranten jubelt, beklagt Pro Köln das Vorgehen der Behörden. Die Rechte sind festgesetzt worden von der Polizei. Das ist Willkür, das ist Unrecht. Wir sind in einer Situation, in der wir uns dem Unrecht beugen müssen. Das werden wir hier tun. Aber ich verspreche Ihnen, das wird vor den Verwaltungsgerichten keinen Bestand haben. Es ist reine Willkür. Doch mit der Auflösung der Kundgebung ist dieser Tag noch nicht beendet. In der Innenstadt kommt es zu Auseinandersetzungen zwischen gewaltbereiten Linksautonomen und der Polizei. Knapp 900 Personen werden eingekesselt, 410 vorläufig festgenommen. Gegen 1454 Personen werden Strafverfahren eingeleitet. Darunter auch zahlreiche Kinder und Jugendliche. Also ich kann nicht nachvollziehen, dass ziemlich viele Jugendliche, Minderjährige, stundenweise bis spät in die Nacht in Gewahrsam gehalten worden sind, ihre Eltern nicht anrufen durften und keinem Haftrichter vorgeführt worden sind. Das kann ich nicht nachvollziehen. Für die Neuauflage, heute am 9. Mai 2009, setzt die Polizei im Vorfeld auf Information. Trotzdem gleicht der Stadtteil Deutz inzwischen einer Festung. Wir haben über 5000 Beamte im Einsatz an diesem Wochenende.
sind also auf Eventualitäten vorbereitet. Wir gehen nach wie vor von einer friedlichen Veranstaltung aus, wissen aber auch, dass aus Kleingruppen heraus Gewalttätigkeiten verübt werden können. Die Polizei Köln wird sofort und entschieden gegen diese Gewalttätigkeiten vorgehen. Auch Pro Köln will sich nicht verstecken. Ihr Hauptziel bleibt die Kölner Großmoschee in Ehrenfeld. Allerdings, ein geplanter Demonstrationszug zum muslimischen Gotteshaus wird quer durch alle Gerichtsinstanzen verboten. Ebenso wie eine Kundgebung auf dem Roncalliplatz. Der Auftakt zu einer ganzen Reihe von Demonstrationen fällt schließlich gestern Nachmittag in Leverkusen, Dormagen und Leichlingen. Ein erster Vorstoß der Rechten. Befürchtete Randale bleibt aber aus. Die Polizei zeigt sich zufrieden. Und der politische Protest drückt sich durch ein Pfeifkonzert, Trillerpfeifen und Trommeln, also Lärm aus. Aber es handelt sich eben um einen friedlichen Protest. Im Moment sind beide Veranstaltungen nicht gefährdet. Wir hoffen, dass das so bleibt. Am Abend laufen unterdessen die ersten Gegendemonstrationen. Die Antifa bleibt ebenfalls bis auf wenige Ausnahmen ruhig. Es gibt nur mündliche Verwarnungen der Polizei. Wir werten Ihr Verhalten gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten als sehr aggressiv. Wir fordern Sie auf, sich friedlich zu verhalten. Der geplante Weg der 700 Teilnehmer vom Dom über die Ringe, den Rudolfplatz und den Neumarkt bis nach Deutz löst sich jedoch schon vorher auf. Am nächsten Morgen. Während rund 150 Teilnehmer von Pro Köln am Deutzer Bahnhof ankommen, startet auf dem Heumarkt zeitgleich um 10 Uhr die Gegenbewegung. Politiker von CDU, SPD, FDP, Grüne und Linken beteiligen sich an der friedlichen Kundgebung. Ja, es ist eine Aktion, die wir leider wiederholen müssen, weil die anderen, die uns da provozieren, nicht einsichtig sind. Wir haben es ja schon mal versucht, aber die Bürger der Stadt lassen sich das nicht gefallen und sie stellen sich auch jetzt wieder quer, wie man sieht. Und das tun sie einmal hier, das tun sie drüben im Rechtsrheinischen, das tun sie in Ehrenfeld, sodass es heute wieder eine ganz massive, ich hoffe friedliche Gegendemonstration geben wird, um zu zeigen, dass wir hier rassistische und rechtspopulistische Bewegungen nicht tolerieren wollen. In Deutz positioniert sich unterdessen Pro Köln, umringt von der Polizei und immer mehr Gegendemonstranten. Im Vergleich zum Vorjahr setzt Pro Köln sein Versammlungsrecht heute durch. Doch auch Gegendemonstranten schaffen es auf den Barmer Platz und versuchen die Veranstaltung mit Lärm zu stören. Gegen 11 Uhr läuft die Gegenkundgebung vom Heumarkt über die Deutzer Brücke in Richtung Otto-Platz-Barmer Platz. Zusammen mit der Veranstaltung der DGB-Jugend am LVR-Turm ist Deutz endgültig in der Hand der Gegendemonstranten. Künstler, Politiker, Menschen aus allen erdenklichen Bereichen stellen sich erneut quer. Und ja, gegen Braun, gegen Rechtsradikalismus, das ist mir wichtig. Denn wir müssen ein Zeichen setzen, aber wichtig ist, dass wir einfach Hass nicht mit Hass beantworten, sondern dass wir wirklich Hass mit Verständnis, mit Liebe beantworten. Das ist also wahnsinnig wichtig, dass wir uns als friedfertige Menschen einfach unterscheiden. Das ist wichtig. Wir stehen hier alle, weil wir für Religionsfreiheit einstehen, für Demokratie und vor allen Dingen gegen jede Form von Rassismus und Ausländerhetze. Um 13 Uhr beendet Pro Köln seine Kundgebung schließlich. Bis dahin bleibt es weitestgehend friedlich, bis auf vereinzelte Scharmützel. Die bisherige Bilanz des Tages: Pro Köln sucht die Öffentlichkeit. Diese wiederum pfeift sie nieder. Also, liebe Zuschauer, das Fazit des heutigen Tages, die Veranstaltung von Pro Köln, war wieder einmal nicht besonders gut besucht. Nur 150 statt der angekündigten 2000 Anhänger von Pro Köln und Pro NRW waren auf dem Barmer Platz. Etwa 4000 Gegendemonstranten
haben sich versammelt im rechtsrheinischen Deutz. Alles ist weitestgehend friedlich geblieben. Und das ist natürlich auch ein gutes Fazit dieses Tages. Damit beenden wir unsere Sonderberichterstattung des zweiten sogenannten Anti-Islamisierungskongresses. 2 Stunden haben wir für Sie live berichtet und hoffen, dass wir Sie gut informiert haben. Danke für Ihr Interesse und ich wünsche Ihnen noch ein geruhsames und friedvolles Wochenende. Tschüss.